Hallo Leute, willkommen! Heute habe ich wieder einen Cydia-Tweak für euch und zwar einen, der ausschließlich mit iOS 7 funktioniert. Denn der Tweak ändert etwas in der Multitasking-Ansicht. Der Name ist Sicarius, der Tweak ist kostenlos erhältlich, die Repo schreibe ich euch hier unten in die Videobeschreibung. Nach der Installation müsst ihr nichts einstellen. Wenn wir dann jetzt mal in die Multitasking-Ansicht springen, sieht erstmal noch alles ganz normal aus, aber ihr seht schon, wenn ich hier drauf tippe, dann kippt dieses Vorschaubild so nach hinten weg. Das ist also eine neue Animation, die da hinzugefügt wurde. Und auch wenn ich hier scrolle, seht ihr, dass wirklich alle Bilder, alle Vorschaubilder so nach hinten weggekippt werden. Löschen kann man natürlich wie gehabt durch einfaches nach hinten wegstreichen. Und dann ist die App im Hintergrund beendet. Was halt neu ist, ist diese extra Kipp-Animation. Und die ist, wie ich finde, ganz nett gestaltet. Sieht ganz schön aus. Das Ganze ist kostenlos zu haben und eine nette Spielerei. Und das wäre es dann gewesen, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, hier bei MeAppleCat. Tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Apple iPhone, iPad und Co., die besten Jailbreak-Tweaks, nützliche Tipps, Technik, Spiele und noch mehr? Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert MeAppleCat. Die Katze hat gesprochen. MeAppleCat, nur bei YouTube. Viel Spaß dabei. Rau.